Nach einer total verwirrenden letzten Folge machen wir mal weiter mit The Fisherman. Und The Fisherman Fishing Planet ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wie ich mich selbst angestellt habe. Also legen wir los. Man wird ja glücklicherweise hier Stück für Stück rangeführt und immer weiter durchs Game geführt. Und wenn man mal die Augen ein wenig aufmacht, findet man auch sein Zuhause in diesen ganzen Optionen. Und dort landet alles, was man nicht in seinen Rucksack mehr reingestopft bekommt. Und genauso kann man da natürlich dann, bevor man auf Angeltour geht, alles quasi ja in den Rucksack reinschopfen oder zurück ins Lager, ins Haus quasi zurücktun. Und das geht, wenn man auf der Übersichtskarte ist. Und zwar, wenn man dann am Lone Star Lake ist. Da klickt man einfach drauf und dann hat man auch das Haus. Ja. Zum Glück hatte ich noch einen Livestream und es wurde mir alles erklärt. So Leute, nun aber weiter mit den Missionen und es geht ans Fiedern. Ja Mann, Futterkorb ausrüsten, richtig, richtig geil. Und dazu gehen wir erstmal wieder eine Runde shoppen, legen uns eine neue Route zu hier. Die Wincast 1500. Kratsching. Ich hätte auch andere kaufen können, sehe ich gerade. Kugellager, Widerstand 2,5, 2,3, 2,25, 2,3. Die sieht irgendwie viel cooler aus, ne? Ah, Schnickschnack. Habe ich. Angelschnüre, jetzt aber mal ein bisschen die Augen aufmachen. Da sind 500 Meter drauf. Ich nehme mal die große Rolle. Kriege ich schon durchgeschlissen. Angelzubehör. Futterkorb. 15 Gramm Futterkorb. Den da oben, den nehmen wir mit. Kratsching. Und ja. Inventar. Und jetzt belegen wir einfach mal hier den ersten Slot. Und jetzt sind wir ja zum Glück gerade hier am Haus. Und ich ziehe einfach das gesamte andere Set einfach hier rüber. Voll gut. Voll gut. So. Das nehmen wir. Druff, 75 Meter von der ganzen 500er Spule schnibbeln wir ab. Abgeschnibbelt. Dann kommt der Fiederkorb da dran. Und zwar der mit 15 Gramm. Warum wird das alles so vorgegeben? Weil das Ganze muss ja auch passen. Wichtig, die Tragfähigkeit der Rute muss man im Blick behalten. Das Wurfgewicht, das Maximale und das Minimale. Das muss halt alles passen. Was haben wir hier? Haken, Viererhaken, sehr schön. Ich will eine Bimmel. Grundfutter und Zusatzstoffe. Was bringt der Futterkorb, wenn man da nichts reinstopft? Nichts. Guck mal hier, 480. Crimsorg Cold Water. Für Fische, hier steht kleine Weißfische. Mit schwacher Strömung sogar, okay. Ja. Kratsching. Mission erfüllt. 600 Tacken dafür bekommen. Einen Baitcoin dafür bekommen. Mega. Ja, Mann. So, und nu? Genau, da gehen wir hin. Das ist Level 3. Easy. Da gehen wir hin. Schauen wir mal eben nach den Fischarten, die es hier gibt. Amerikanischer Hecht. Nicht schlecht, hier so ein Schlammpeitzker. Krass. Güster. Dicke Karpfen. Spiegelkarpfenjung. Was gibt's in Trophäe? Silberkarausche. Trophäe und Rotauge in Trophäengröße. Und Schlammpeitzger, Alter. So, Wetterbericht sagt, idealerweise in den Morgenstunden. Über Mittag bricht es massiv ein und zum Abend geht es dann so langsam wieder. Also, 5 Uhr morgens, sofort Gas geben, wenn wir da sind. Hinreisen. So, und da sind wir auch schon. Vergessen Sie nicht das Wetter. Hab ich schon.
Also was wichtig ist in dem Game, ist tatsächlich, sich in der Homebase, Home Sweet Home, am Anfangspunkt zu überlegen, worauf will ich angeln? Komplett alles von zu Hause aus mitnehmen, also seinen Rucksack damit bestücken und dann erst losfahren. Am besten nichts vergessen und dann erst losfahren. Gehen wir mal, legen wir los. Guck mal, der Patrick ist auch hier. Petri! Na, Peter, alles gut? Ja, Keule, lass mal angeln hier, wa? Ich glaube, der macht genau das gleiche wie ich, ey. Der hat genau die gleiche räudige Rute in der Hand, ey. Drücke auf I. Haben wir. Ausrüsten. Hui! Das ist geil. Crimson Coldwater, bla bla bla. Dann machen wir die Bällchen draus. Mischen. Ah, und er mischt jetzt erstmal. Fertig. Ja, Mann. Sehr gut. Und nu? Gehen wir nochmal fischen. Ah. Ja, Mann. So, und das ist ja das Geile einfach hier. Rechte Maustaste und dann schön dahin aimen. On point. Vielleicht ein bisschen weiter. Und dann... Gib ihm! Genau, jetzt geht das erstmal auf Grund, legt sich schön flach. Und das Futter verteilt sich in dem Bereich. Mega. Ich könnte jetzt abstellen, ne? Ach nee. Ich habe einen Rutenständer nicht aufgebaut. Also in der Hand halten und warten, bis die Rutenspitze da wieder anfängt zu zubbeln. Bin ich das jetzt? Das muss ja ich sein. Sag mal, soll ich schon mal? Abwarten. Erstmal Käffchen trinken. Ah. Abwarten. Okay, jetzt. Alter. Was ein Anschlag. Und es scheppert so richtig rein. Hart am Limit hier. Die Schnur eskaliert. Ich kann auch an der Bremse nicht weiter rumdrehen. Zum Glück war das alles so eingestellt. Es hätte richtig Pitch gemacht hier. Guck mal hier. Schon fast im roten Bereich, ey. Oh. Und wie es am die Schnur, Alter. Ging, 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 bitch. Komm. Es ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Schön in den Pump. Yes. Und? Alter, ein junger Spiegelkarpfen. Nee. Neuer persönlicher Rekord. Ja, mit Recht. Komm, wie geil das aussieht. Auch so hinter den Kiemen und so, sehe ich gerade hier im Licht. Mega gut, ey. Da. Ja, geil. Geil gemacht, schön gemacht. Junger Spiegelkarpfen, 600 noch was Gramm. 32 XP erhalten, 120 Tacken. Nicht schlecht. Hatte ich eine Vorgabe? Ich kann alles mitnehmen, ne? Ich nehme alles mit. Perfekt. So, aber kann ich nicht einen Rutenständer verwenden? So zum Chillen? Taste 0? Nee, Taste 9. Haha. Hier mein Premium Rod. Port. Aber hier bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf. So. Und jetzt bam. Und dann kann man entspannt hier mit, wie war das, Steuerung 1 oder 2? Steuerung 2. Yeah. Und das Schöne ist, auf den Rutenständern, strafft sich die Schnur quasi schon fast von alleine. Und ist irgendwie wird es besser angezeigt. Also, ich habe das Gefühl, es beißt besser oder es hakt besser. Zumindest ist die Anzeige besser.
Ich musste ja schon mal ausprobieren. Drücken Sie Shift 2 um die Route, genau, Shift 2 oder so drauf gucken und anklicken. Aber wenn man so ein bisschen im Stress ist und wenn man eine Route nach der anderen quasi schon rausziehen muss, dann ist das mit den Shift-Tasten, Shift 1, Shift 2, ist das schon ganz praktisch. Und es müsste immer noch die Shortcuts der Zahlen, müsste eigentlich auch noch funktionieren. Ich könnte eigentlich auch noch eine zweite auswerfen, ne? Nehmen Sie Fiederrouten, habe ich doch. Halten Sie Q und wählen Sie. Nee, Alter, habe ich doch schon. Aber ich drücke mal I und baller hier auch die gleiche Mische rein. Was hältst du davon? Guck mal hier. Angemixt. Dicken, fetten Haken. Den Frosch ändern wir auch nochmal in Teigbällchen. Zap, zap. Und dann baller ich hier einfach nochmal die zweite. Auch wenn ich das gar nicht darf. So richtig Jodo. Alter. So, und jetzt hier wird schon so vorgegeben, wenn man da hinguckt. Voll gut. Ablegen. Also anfangs, das ist jetzt eine größere. Die hatte ich mir. War das im Livestream? Ich glaube, das war danach. Hatte ich mir die geholt. Und ich wollte einfach mal ein bisschen fiedern und gucken, was da geht. Und hab das Tutorial noch gar nicht gemacht. Aber ich habe es so gerade eben, glaube ich, hinbekommen. So, und was muss ich denn jetzt hier... Ja, wer bimmelt denn jetzt? Okay, es ist die 2. Ja, Steuerung 2. Bäm, und da ist er dran, siehst du. Das ist einfach das Gute, also wenn er auf dem Routenständer hängt, hat man dann auch eigentlich immer die Anschläge. Also der hakt dann irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Zack. Und, was haben wir hier? Haha, das Rotauge, ja Mann. Gar nicht so schlecht. Alter, wie das silberig aussieht, ey. Das ist ja schon fast verchromt. Krass. Jaha. Was macht der denn da immer? Kann das sein, dass er die Futtermische immer nachpackt? Und wieder raus. Zack. Machen Sie einen Auswurf mit Grundrouten auf Markierung. Okay, 5-mal das Ganze, alles klar. Also, das Ding wieder abstellen. Und dann ziehen wir mal eben hier. Abstellen. Steuerung 1. Danke. Aufpasse. Guck mal hier, ey. Ich fange einfach noch ein paar Fische nebenbei. Ich muss ja auch ein bisschen Kohle machen. Guck mal hier, was für ein schöner Brocken wieder. Schöner Spiegler. Yes. Geil, ey. Hier sieht man jetzt natürlich, weil das Routen-Setup hier viel zu groß ist eigentlich für das Gewässer. Und weil es eigentlich keine Challenge war, minus, also weniger XP erhalten. Egal. Hauptsache Kohlen. Zack, zack. Ja, tatsächlich. Gerade eben gesehen, oben rechts in der Ecke. Es lädt quasi oben nach. Es lädt tatsächlich oben nach. So, direkt der fliegende Wechsel. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch direkt auf Steuerung 2 machen. Dann tauscht er die quasi aus. Da muss man gar nicht erst ablegen und die nächste wieder aufnehmen. Sondern dann ist das fliegender Wechsel. Und es bimmelt schon direkt wieder weiter. Läuft gerade. Läuft, läuft. Oh, geil, aber so auf Karpfen, Spiegelkarpfen habe ich ja Bock drauf, ey. Cool, ey. Bam. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, fliegt der hier rum. Nee, Silberkarausche. Quasi einen Giebel oder sowas. In Trophäengröße. Ja, Mann.
Feister Junge. Cool. Sehr geil. Mitnehmen. So, und nochmal. Da vorne hin. Futtermischel nachladen. Jawohl. Zack. Nachgeladen. Aimen. Und Headshot. Yeah. So, jetzt sinkt das Ding wieder ab. Schön auf dem Grund. Man sieht auch sofort, was ist das für ein Untergrund. Und Steuerung 1, beziehungsweise direkt Steuerung 2. Ich glaube, da zieht schon was. Ja, perfekt. Ach, ist das schön. Wenn das so lübt, ne, dann macht das doch Spaß. Oh, da geht's schon direkt weiter. Komm, raus, 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 raus. Jaha, jaha. Behalten. Steuerung 1 sofort. Yes. Es ist so geil. Oh, wie die Schnur schreit. Mega, ey. Ist einfach ein geiles Feeling. Es fühlt sich einfach gut an. Alter. Auch wieder eine kleine Karausche, ne? Ja, Silberkarausche. Behalten. So, und jetzt eigentlich das letzte Mal, ne? Nochmal die Futtermische. Nachstopfen wieder. So. Und dann wollen wir da genau an den Spot hier. Zack. Plunsch. Tada! Und geschafft. Geil. So muss das. 630 ja, Dollar Geld und einen Baitcoin noch dazu. Perfekt. Angeln mit Rutenständer. Jawohl. Perfekt. Rüsten Sie Fieder, Federgerät und Alarmglocke. Alarm, was? Es bimmelt doch. Okay, ich nehme es gleich nochmal runter und mach's nochmal drauf. Was haben wir denn hier? Das ist ein bisschen was Kleineres wieder, ne? Yeah. Auch wieder. Silberkarausche, sehr gut. Ah, jetzt hier. Drücke I. Geh in den Laden, kauf dir eine Alarmglocke. Safe. Naja. Was tut man nicht alles für die Tutorials? Nicht, dass die gleich eskalieren. Ja. Ja. Brav. Und du? Du bist viel besser. Installier den Routenständer. 0. Wegstecken. Drücke 9. Ha. Um ihn zu installieren. Tada. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge, dass es jetzt der falsche Routenständer ist. Aber da hat er vorhin schon nicht gemeckert, als ich den noch im Inventar hatte. Zack. Voll geil. Ab auf dem Routenständer ablegen. Ja. Jetzt beobachten Sie die Spitze. Ich beobachte. Und Anschlag. Ja. Na, was hast du denn da für einen kleinen Ständer? Hä? Guck mal hier. Doppelwummer, Alter. Alter, ist aber auch schon hier am Limit, ey. Alter.
bist du ja hier, da bist du richtig am Kämpfen mit. Weil das so feines Setup ist. Und? Yes! Wieder in Trophäengröße, ey. Fast 200 Silber. Easy. Und ordentlich XP. Fahren Sie Karpfen oder Silberkarpfen mit Routen? Fahren? Da fahr ich mal hin, ne? Ich fange die vielleicht einfach. So, ich hoffe, das geht jetzt einfach, jetzt, dass ich dann an, dass ich jetzt hier dann auch die zweite Route nehmen kann. Karpfen oder Spiegelkarpfen. So heißt es. Beobachten Sie die Glocke, mache ich. Ich hatte ja gerade schon welche gefangen, deswegen gucken wir einfach mal, was jetzt geht auf eine der beiden Routen. Ja, schon geil. Ist schon geil. Bimmeln die eigentlich unterschiedlich? Gleich mal drauf achten. Ja, tun sie, aber ich sehe nichts. Hä? Ich glaube, es ist die 1. Eigentlich müsste es dann die 2 sein. Ich sehe das nicht. Yes. Und da geht er wieder ab. Oh, das ist doch kein Karpfen. Das ist doch kein Karpfen. Oder? Der hat auch gar kein Gewicht. Und? Hui. Ein Rotauge. Ja. So, Futtermische. Nachladen. Zip. Und raus damit, Karl Otto. Genau. Guck mal, da drüben der Stiefel. Stiefel Petri. Ruhig bleiben. Nehmen Sie die Rute in der Hand. Ja, welche denn jetzt? Jetzt gehen beide gerade. Ja. Oh, das ist was Dickes. Und damit es aufhört zu bimmeln, kann ich das nicht immer eben wechseln? Da ist auch was dran. Hört es jetzt auf zu bimmeln? Ich hoffe. Ja, müsste aufhören. Die 1 nehmen wir jetzt erstmal. Das ist hier die von der Quest, von der Mission. Und die andere ist einfach nur Zusatz gewesen. Also schön hier ranziehen. Bisschen reinpumpen. Man sieht beim Pumpen schön die Belastung, wie sie hochgeht auf die Rolle. Und auf die Route selbst. Zack, ist es ein Karpfen? Ja, junger, gewöhnlicher Karpfen. Geil. Behalten. Erledigt. Tada. Mega. Nochmal 600 Points. Nochmal ein Baitcoin. Und so ein Päckchen nochmal, ne? Perfekt. Ja, geile Sache. So macht es doch Spaß. Ich werde jetzt gleich nochmal schön hier weiter ein paar Karpfen rausziehen. Und beim nächsten Mal gucken wir einfach in die nächste Mission. Bis dahin.